Ja, ich finde es schon erstaunlich, was Menschen machen, wenn sie sich unsicher fühlen, wenn sie Angst haben. Die machen die merkwürdigsten Dinge. Die AfD wählen zum Beispiel. Im Prinzip, weil sie Angst haben um ihr Land, weil sie Angst um Deutschland haben. Und ich will die Leute, ich will alle respektieren, ich will das nachvollziehen, aber aus Angst um Deutschland die AfD zu wählen, ist ein bisschen so, als würdest du aus Angst vor Karies anfangen, dir die Zähne mit der Klobürste zu putzen. Das ist so, oh, eine Alternative zur Zahnbürste. Ja, irgendwie schon, aber das Ergebnis ist halt braun, verstehst du? Also, da haben die Leute, ja, Sympathiebeifall, ist immer gut. Und da haben die Leute Angst vor Flüchtlingen, aber das ist, eigentlich ist es so heuchlerisch, wenn man mal drüber nachdenkt, weil wir alle selber so krasse Flüchtlinge sind. Vielleicht nicht räumlich, aber mental sind wir dermaßen auf der Flucht. Wir sind super darin, Sündenböcke zu suchen und bei den eigentlichen Problemen wegzuschauen oder so zu tun, als gäbe es sie nicht oder uns an den völlig falschen Dingen aufzuhalten. Das ist, ich meine, wir wissen doch, was in Teilen Deutschlands los ist, nicht nur in Chemnitz. Überall rechte Demos, Hetze gegen Ausländer, Hitlergrüße. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als uns vom Chef des Verfassungsschutzes in eine semantische Diskussion verwickeln zu lassen, darüber, ob man das jetzt als Hetzjagd bezeichnen soll oder nicht. Wir haben uns doch alle gedacht, Maaßen, es ist uns eigentlich wurscht, wie du es nennst, aber tu was dagegen, sonst gehörst du weg. Oder befördert. Nein, das geht natürlich auch. Das hat gerade bei uns in Bayern, es ist ja eigentlich durchaus auch eine logische Konsequenz für völliges Verfehlen deines Amtes. Ich meine, wie hieß diese Kassiererin beim Tengelmann, Barbara Emme, die für die Pfandmarken für sich selber eingelöst hat im Wert von 1,30 Euro? Die wurde fristlos entlassen dann, ne? Die Frau, das muss man sich mal vorstellen, die Frau war meilenweit davon entfernt, jemals so viel zu verdienen, wie Maaßen jetzt mehr verdient als vorher. Da wird doch mit zweierlei Maaßen gemessen. Oh Mann. Ich habe manchmal das Gefühl, so was die Entscheidungen angeht in unserem Land, sind die Zumutungen an uns über Jahre hinweg so subtil immer dreister geworden, dass wir den Moment verpasst haben, mal völlig auszurasten, von wegen, so geht's aber nicht. Und wenn du dann die AfD nicht wählen willst, dann bleibt dir eigentlich nur noch eins übrig, dann kannst du mit deinen eigenen zwei Maßen messen, einmal im Jahr auf der Wiesn, links am Maß, rechts am Maß, na, aus, das ist der Nein, und dann ist eh schon alles egal, tanzt auf dem Tisch, ne, und alle klatschen mit. Schluck die Zweifel einfach runter, setz die Schmerzgrenze hoch, schieb Bedenken nur beiseite, worauf wartest du denn noch? Wenn du nicht zu lange grübelst, geht die Rechnung prima auf. Setz die Schmerzgrenze hoch und leg die Füße drauf. Ich meine, wir wissen so viele Dinge, aber wir wollen sie nicht wahrhaben. Ich meine, wir wissen doch, dass Braunkohle auf Dauer nicht funktioniert. Das weiß sogar RWE. Braunkohle ist schädlich und endlich. Punkt. Verstehst du? Und wir wissen doch, dass die Automobilindustrie uns verarscht hat mit den Abgaswerten. Das wissen wir schon lange. Klar hat die uns verarscht. Die arbeitet mit fossilen Brennstoffen. Die sind schädlich und die sind endlich. Natürlich verarscht die uns, würde ich auch machen, wenn ich die wäre. Ne? Man muss mal überlegen, wenn ich so alt bin wie Sie zum Beispiel, glaube ich, oder? Ja. Okay, ja, na, oh. Sollte ich so alt werden wie Sie? Nein, das. Also, das war jetzt gemein. Entschuldigung. Also, für die Leute, die hinten sitzen, hier sitzt ein Herr vorne in seinen besten Jahren. Also, es ist. Sie haben sicher noch viele, viele schöne Wochen vor sich. Jedenfalls, Entschuldigung, ich kann nicht mal aufhören. Was ich sagen wollte ist, in so 20 Jahren, was ich sagen will ist, da war es das halt mit dem Erdöl, verstehst du? Und wir diskutieren hier über falsche Abgaswerte, ja klar. Weil wenn wir die richtigen Abgaswerte gewusst hätten, dann wären wir doch seit Jahren aus Protest zu Fuß gegangen. So schaut's aus. Ich meine,
Wir wissen doch, dass eine Frau im Jahr 2018 immer noch für den gleichen Job weniger Geld bekommt als ein Mann. Und das ist die Frage, wem jetzt applaudiert, ne? Das könnten wir so schnell ändern. Aber stattdessen diskutieren wir lieber, ob es Unterschiede zwischen Männern und Frauen überhaupt gibt. Alter, natürlich gibt es die. Wir haben auf der einen Seite haben wir ein Geschlecht, was seit Generationen seine Macht missbraucht, fanatisch seine Waffen einsetzt und immer nur an Sex denkt. Und auf der anderen Seite haben wir die Männer. Ich meine, was... Ich habe jetzt erstaunlich viel Frauen lachen hören. Ich hatte mir eigentlich eine schlimmere Reaktion erwartet. Müsste jeder selber wissen. Das ist. Nee, Quatsch. Aber natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das, sonst wäre der Saal heute Abend leer, ne? Ist klar. Aber mir hat noch niemand nachvollziehbar erklären können, was zur Hölle diese Unterschiede auf zwei Gehaltszetteln dann zu tun haben, warum die sich da widerspiegeln. Das ist mir unbegreiflich. Und wir wissen doch, dass wir nicht alle jeden Tag Fleisch essen können. Dafür sind wir einfach zu viele Leute. Aber das will keiner hören. Übrigens auch nicht im Kabarett. Kabarettisten, mach Witze über Vegetarier, mach Veganer-Witze auf der Bühne und du bist der Star des Abends, die Menge tobt, gewinnst jeden Wettbewerb und keiner muss sein Verhalten ändern. Das ist super. Wobei ich sagen muss, ich kann es schon auch ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, Walnüsse, ernsthaft, die schauen aus wie vertrocknete Meerschweinchengehirne. Und Milch, was? Honig kommt aus Bienenhintern und Milch aus Kuhpimmeln. Dann friss mal lieber weiter dein Fleisch und schluck die Zweifel einfach runter, setz die Schmerzgrenze hoch, schieb Bedenken nur beiseite. Worauf wartest du denn noch? Wenn du nicht zu lange grübelst, geht die Rechnung prima auf. Setz die Schmerzgrenze hoch und leg die Füße drauf. Schluck die Zweifel einfach runter, setz die Schmerzgrenze hoch. Schieb Bedenken nur beiseite, worauf wartest du denn noch? Wenn es schmeckt, interessiert doch keine Sau das Etikett. Setz die Schmerzgrenze hoch und geh ins Kabarett. Ja, wunderbar. Dankeschön.